Hey, hey und willkommen hier wieder bei Lahnsinn. Wir waren für euch bei Destiny und haben uns eine Runde angezockt. Ja, dementsprechend richte ich auch gleich mal das Wort hier an Steff. Hi, grüß dich. Destiny, genau hinter uns waren 4, 5, 8 Rechner aufgebaut. Das heißt, es waren keine Rechner. Ich nehme dir mal das Mikro ab, danke. Das waren Konsolenspiele und jetzt bin ich jemand, der überhaupt keine Shooter auf Konsolen spielt, beziehungsweise überhaupt keine Konsolen spielt. Von dem her war der Einstieg schon mal so, ja, oh Gott, wie geht das hier? Ich muss mich überhaupt drücken. Ich schaue jedes Mal, ich schaue mehr auf die Buttons, als dass ich auf das Spiel schaue. Destiny selbst, ich kenne Leute, die sind Fans davon. Ich sollte es eigentlich kennen, mir ist oft genug davon erzählt worden, ich habe es noch nie gespielt. Wir haben ein Spiel, also eine Mission haben wir gespielt, ja. Die war auf Phobos. Das ist jetzt das On, oder? Ich glaube, alle Destiny-Fans werden uns total hassen für alles, was wir jetzt erzählen. Also gleich im Vorfeld, Disclaimer. Wir zeigen nur, was wir erlebt haben und was wir gesehen haben. Und wir haben keine Ahnung von dem Spiel, aber ich glaube, ich werde es mal trotzdem kaufen. So, die Architektur her war, es kam mir bekannt vor, es hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen an Halo 4 erinnert. So auch so von dem Feeling her, so auf einmal ist da ein neuer Gegner, der eigentlich schon wieder ein alter Gegner ist, den man aber davor nie wirklich gesehen hat. Ich habe bis jetzt eigentlich auf der Konsole nur Halo gespielt. Ich bin relativ schnell deswegen auch in die Steuerung reingekommen. Bin auch nur deswegen dreimal gestorben. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, es ist wieder so ein Spiel, das auf düster gemacht werden muss, einfach nur, weil dieses Genre gerade in letzter Zeit relativ gut ankommt. Nee, es wirkt halt ein bisschen so, also der Level vielleicht ist einfach kein schöner Level. Der wirkt aber ziemlich aufgesetzt und die Aufzug-Fall-Szene, die kenne ich schon seit Half-Life. Die habe ich schon mehrfach in allen anderen Spielen gesehen. Zu den Waffen? Ja. Sie haben das Rad jetzt nicht neu erfunden. Ich glaube, das geht so gut wie gar nicht. Von den drei Charakterklassen habe ich jetzt zwei persönlich angetestet und da fehlen mir so ein bisschen die stärkeren Unterschiede zwischen den Charakterklassen, weil im Endeffekt mit beiden startest du mit einem MG, mit einer kleinen Schusswaffe und ich hatte dann noch... Stimmt, der Unterschied in den Waffen war eher nicht im Sinne von oh, große, unterschiedliche, tolle Alien-Waffen mit tollen Funktionen, sondern es war im Endeffekt, die eine Auto-Rifle hatte Burst-Modus, die andere hat einen Full-Auto-Modus gehabt. Es wirkte nicht ganz fertig und das eine Level kann nicht... Das ist stimmt, es war nicht ganz fertig. Ich bin nämlich irgendwo runtergefallen und bin nicht mehr raufgekommen, da habe ich ein Level neu starten müssen. Was? Wird das ein Glitch? Ja. Aha, er hat einen Glitch in der Promo gefunden. Ich hab einen Glitch in den Gegner gesehen, der stack halb in der Wand und nur die Beine waren draußen und die haben halt so gewedelt. Cool. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, ob das irgendeine Waffe angerichtet hat oder ob das war, wirklich ein Fehler war. Also wir haben eventuell für die Konsolenspieler unter euch ein paar Codes. Schauen wir mal, ob die reinkommen. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. Dann haben die nämlich irgendwelche Leute bei uns gegrabt. Ja. Ja. Die Atmosphäre hat mir nämlich gefallen. Ich werde spielen. Ja. Und das nachholen. Und bei der nächsten Destiny-Vorstellung bin ich vernünftig dabei. Ich hoffe es mal. Und du auch. Genau. Ciao. Tschüss.